Ja, schön, dass ihr hier seid. Ich zeige euch jetzt mal hier so ein bisschen die erste Kürrung für den Ansitz heute Abend. Wer nachher wohin sitzt, entscheiden wir dann einfach, würde ich sagen. Dann holen wir mal den Mais. Hier. Ja, hier ist auch gut was los. Wir haben hier letzte Woche erst einen Schwarzkittel geschossen. Jetzt gucken wir mal, ob die Sule auch wieder angenommen wurde. So. Michelle, magst du kürren, oder? Ja, gerne. Guck mal, einfach rein. So schön eine Bahn lang. So, ich lege dann immer das Holz drauf, weil ich zu faul bin, auszusteigen, wenn sie nicht da waren. Und dann sehe ich immer, wenn das runtergeschmissen ist, ob sie da waren oder nicht. Hier sind ja einige Trittsiegel. Da seht ihr schon, hier sind Frischlinge dabei, ne? Mhm. Und schwerere, auf jeden Fall auch Bachen. Aber hier ist gut was los. Ja. Sehr, sehr schön. Aber dadurch, dass die Kürrung jetzt auch abgeräumt ist, kann man sich die nächsten Tage hier auf jeden Fall nochmal hinsetzen. Dein Jagdkollege hat ja auch hier letzte Woche eine Sau geschossen. Kann man durchaus hier nochmal angreifen. Ja, würde ich auch sagen. So, dann fahren wir jetzt einfach zur nächsten Kanzel, zur Ginster, und holen da den Salzleckstein. Gucken, dass wir nachher noch eine Salzlecke bauen. Dann gucken wir noch die anderen Kürrungen kurz durch. Machen einen Mahlbaum, schauen wir noch, ob der angenommen ist, und machen gegebenenfalls Buchenholzteer hin, oder? Schieß mal los. Gut, Michelle, ich schlage vor, du legst jetzt den Salzleckstein auf die Salzlecke, weil der mittlerweile aufgebraucht ist, dass wir da wieder einen haben. Und danach gehen wir zum Mahlbaum und machen da Buchenholzteer dran. Ne? Ja. Gut, dann gehen wir los. So, hier sind wir jetzt am Mahlbaum. Was ganz interessant ist, man kann mal schauen, ob hier Borstenhaare zu finden sind. Oh, da haben wir ja. Ja, genau. Das ist jetzt leider ein kleines Exemplar, aber man sieht sehr schön, dass hier eben Borstenhaare am Mahlbaum hängen. Und was immer gut ist, du siehst halt auch an der Höhe, wo die Borstenhaare am Mahlbaum hängen. Also da kann man, ja, es ist kein direktes Zeichen, wie groß jetzt die Sau ist, aber da siehst du halt, wo sie sich befinden. Ja, wie sollen wir es machen heute Abend? Wer sitzt wohin? Wie teilen wir uns auf? Ja, ich würde vorschlagen, dadurch, dass wir heute Westwind haben, haben wir die Hubertuskanzel zur Verfügung, den Dachsbau, die Heide, die Himmelspforte und die Christbaumleiter. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Genau. Du, Michelle, sagtest ja, dass du gerne mal einen Dachs erlegen würdest. Würde ich vorschlagen, wenn du da Lust drauf hast. Einen Dachsbau dann? Genau, weil die Chance, dass du dann Dachs bekommst, ist wirklich hoch. Und dann hätten wir das schon mal. Genau, dann setze ich mich dahin. Hier. Genau. Ich habe überlegt, vielleicht Heide. Ich weiß nicht, was da rumrennt. Auf jeden Fall eine sehr gute Option, würde ich auch definitiv besetzen. In den letzten Tagen haben wir da immer einen Knopfbock stehen sehen. Also wenn du den kriegen würdest, wäre richtig gut. Und da hast du auch immer eine Option halt auf Sauen. Ja. Und genau, also das ist definitiv eine gute Wahl. Wo hättest du Lust? Ja, dann gucke ich mal an der Hubertuskanzel nach den Schweinchen. Genau, da hatten wir ja auf der Wildkammer jetzt auch einen Überläuferkeiler in einzelnen, ne? Genau. Und ja. Die sind da ja auch recht früh, ne, vom Licht her. Eben, also die noch definitiv. Ja. Das ist gut, das machen wir so. Dann gehe ich zur Himmelspforte und schau mal, ob da was in Amling kommt. Und ja, dann bekommen wir vielleicht heute was auf die Decke. Mal sehen, wir haben ja einen gestärkten Magen und ja, da freue ich mich. Kitze freut sich auch schon. Ja, ach, der ist ja sowieso immer happy, wenn es zur Yacht geht, ne? Ja, dann auf einen erfolgreichen Abend. Ja, hoffen wir, dass was fällt. Weidmanns Heil. Ja, zur Yacht gekommen bin ich eigentlich durch ganz witzige Umstände vor. Ja, da war ich 13 im Skiurlaub und habe ich mir die Trophäen an der Wand angeguckt und da hat mich dann ein Jäger gefragt, ob ich nicht mal mit auf den Ansitz möchte. Und da war ich dann das erste Mal mit dabei. Und ja, irgendwie hat mich das nicht mehr losgelassen. Und vor ein bisschen mehr als 2 Jahren jetzt habe ich dann den Jagdschein selber gemacht und bin
Zeit her, ja, infiziert und nur noch draußen. Und mir gefällt es total und ich bin mega gerne in der Natur. Ich sitze hier heute Abend am Dachsbau und wie der Name schon sagt, werde ich jetzt versuchen, einen Dachs zu erlegen. Mal sehen, ob es klappt. Aber wie wir ja vorhin schon mal gesagt haben, nicht geschossen ist auch gejagt. Waldmanns Heil. Ich komme aus einem Jägerhaushalt und Opa war Jäger, Papa ist Jäger, also bin damit quasi schon groß geworden. Hab dann aber mit 15, 16 den Entschluss gefasst für mich selbst, dass ich kein Fleisch mehr essen wollte, was aus Massentierhaltung kommt. Und habe dann konsequent 5 Jahre lang vegetarisch gelebt, auch mal ein paar Monate vegan, einfach um es auszuprobieren. Das hatte mich damals interessiert. Und habe mich jetzt mit 20 dann dazu entschieden, meinen Jagdschein zu machen. Hat ihn dann einen Tag nach meinem 21. Geburtstag, also jetzt diesen Mai. Und bei meinen ersten Stücken habe ich es jetzt jeweils so gemacht, selbst erlegt, selbst zerwirkt, selbst gekocht und selbst gegessen. Ja, wie bin ich zur Jagd gekommen? Also ich bin eigentlich mit der Jagd wirklich aufgewachsen. Vater hat mich mit 5 Jahren das erste Mal mit auf den Ansitz genommen in der Eifel. Und an dem Abend hatte mein Vater auf Waldmannsheil einen Bock erlegt. Und das war für mich so ein eindrucksvolles Erlebnis, dass ich eigentlich seitdem immer mit dabei war. Und spaßeshalber sage ich eigentlich immer, dass ich auf dem Hochsitz groß geworden bin. Ich konnte die Zeit halt bis zum 16. Lebensjahr gar nicht abwarten, habe dann mit 13 erstmal einen Jagdschein gemacht, habe dann mit 15 die Jagdscheinausbildung begonnen, mit 16 die Prüfung abgelegt und dann noch anschließend den Falknerschein gemacht. Und ja, so habe ich eigentlich jagdlich alles erlebt, was man so machen kann. Teil Agnes. Oh, ich freue mich. Vielen Dank. Total schön. Oh, herrlich. Ein wunderbarer Abend.